Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play No Rest for the Wicked. Wieder zurück mit meinem alten Hauptcharakter. Und ja, ich habe weiterhin den Kletterpickel und das Schild. Coole Kombination. Habe von der Rüstung her immer noch dieselbe Klamotte hier mit den Heileffekten erhöht. Auf der Hose habe ich das ebenfalls, Rüstung und Feuerwehrstand erhöht. Und ich habe hier ebenfalls Gesundheit bei Tötung, Fokus bei Tötung und noch ein bisschen Feuerschaden beim Parieren. Sowie auch Gesundheit beim Parieren. Das heißt, wenn ich pariere, bringt mir das sehr viele Boni. Das ist aktuell mein Setup. Und ich habe jetzt in allen Rüstungsstücken, wo es eben geht, habe ich entsprechende Gems drin. Das ist von allen möglichen verschiedensten Effekten. Und als Runen verwende ich derzeit die Aura. Die pulsierende Gesundheit kriege ich nicht wieder runter. Ich finde die doof, die würde ich nicht nehmen. Da würde ich lieber dann Rückkehr nehmen an der Stelle. Aber ansonsten hat sich hier auch nicht wirklich viel getan. Und von den Stats her bin ich jetzt auch komplett auf erstmal Dings gegangen. Auf erstmal hoch auf Fokus 16, dass ich 200 Fokuspunkte habe. Und dann den Rest auf Ausrüstungslast reduziert. Sodass ich vielleicht dann wieder unter die leichte Gewichtsklasse falle und damit halt eben angreifen kann. Denn damit spiele ich, glaube ich, doch am besten. Fokusgewinn selbst ziehe ich hier gar nicht hoch. Nee, nee. So. Ja. Also ich gehe jetzt mal weiter auf Ausrüstungslast, weil dann kann ich deutlich mehr Sachen tragen, deutlich mehr verschiedene Sachen erlegen, ohne jetzt mir da Gedanken machen zu müssen bezüglich Ausweichen und so weiter. Das ist dann schon ganz lustig. Und den Schaden, den ich habe, der ist ja aktuell noch ausreichend. Die Lebenspunkte und die Trefferpunkte und so weiter, die passen ebenfalls. Da würde ich vermutlich als nächstes drauf gehen, noch ein bisschen mehr Gesundheitspunkte machen, dass ich dann auch noch ein bisschen größeren Puffer habe, was es angeht. Aber wie gesagt, erstmal Ausrüstungslast, dass wir mehr Sachen tragen können und entsprechend dann weiterhin dabei sind. So, das leveln wir mal gerade. Und ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein super Min-Maxer. Deswegen kann ich nicht sagen, was da jetzt wirklich gut ist. Ich habe mir nochmal die Schmelze gegönnt. Und habe dann mal nochmal angefangen, unten noch den Ofen und die Werkbank reinzupacken. Und jetzt wird das Haus schon ziemlich voll. Das ist jetzt schon doch ein bisschen knapp. So, hier kann ich noch nicht so viel machen. Ich könnte den Thron machen. Ich könnte die Fichtenangerrute machen, wenn ich Fichtenplanken und Eisenbarren hätte. Mehr geht aber aktuell nicht. Das heißt, die Werkbank selber ist aktuell noch sinnfrei. Der Herd selbst ist gut. Der Herd selbst, da kann man quasi alles machen, was man so herstellen könnte. Produzieren wir gerade hier ein bisschen alles was weg, dass wir mal die Mats mal wegkriegen. Okay, danke. Dann lass uns mal Gesundheit erhöht um 50 Sekunden. Das ist noch so ein kleiner Buff nochmal. Braucht Pilz und Beifuß, haben wir alles da. Dann los, machen wir die gleich mit. Ist ähnlich gut wie das Curry, nur halt eben ohne, dass du das rohe Fleisch brauchst. Zack. So, Pilze mit Krabbenfüllung. Und der Rest ist einfach nur so gebratenes Zeug. Ja, 35. Der ist nochmal gut, weil er bringt 50 Gesundheit und Fokus. Oh, das ist gut. Okay, der Fischspieß ist natürlich noch besser. Aber dafür muss man eben aktiv angeln gehen. Zack. Das Gute ist, du hast manchmal auch Tagesquests, wo du die Sachen brauchst. Da kannst du den dann auch entsprechend abgeben. Dann machen wir jetzt noch die Pilze fertig und dann die anderen Sachen. Dann haben wir zumindest auch ein bisschen Platz wieder, was die Ressourcen angeht. Denn da hat sich doch einiges angesammelt. Und jetzt den Spaß. Und je mehr Rezepte wir kriegen, desto mehr können wir dann noch machen. Das war's. Das sind jetzt Krebse noch und dann ist da schon Ruhe. Hab auch schon alles eingeräumt, was einzuräumen geht in den ganzen Kisten, Schränken und so weiter. Das heißt, da sind wir gut dabei. Und dann passt es. Dann einmal ganz kurz hier beigehen, die Sachen einpacken. So. Was nehmen wir mit zu essen? Nehmen wir irgendwas mit? Ja, hier das Pilzcurry, ne? 50 und dann, ja, das Pilzcurry ist, glaube ich, am besten aktuell. Das gönnen wir uns mal. Ebenfalls nehmen wir auch mit das Klingenöl.
Und die werden wir direkt mal verbrauchen, tatsächlich, die XP-Tränke, die ich gefarmt habe. Die gönnen wir uns mal. Den Repair, das Reparaturpulver brauchen wir eigentlich nicht, weil da haben wir den Zauber für. Von daher passt das. Also die beiden wichtigsten Runen, die ich dringend empfehlen würde, gerade als Einsteiger, sind in meinen Augen tatsächlich die Runen, die ich hier drin habe. Die heilende Aura ist klar, weil selbst mit der geringsten Menge an Fokus heilst du dich schon gut hoch. Das sind, glaube ich, 50 HP, die dir heilt. Selbst wenn du kaum Mana hast. Oder wenn du kaum Fokus hast. Ich denke, es ist immer noch, dass es broken ist, dass dies sie weniger machen sollte, wenn du nicht die vollen 50 Fokus verwendest. Aber ich nehme es hin. Und das Reparieren, das ist ein bisschen komplexer, weil das braucht 150 Fokus. Das heißt, du musst auf jeden Fall Fokus skillen, damit du die Rune verwenden kannst. Aber dann kannst du mit einem Zauber deine komplette Rüstung reparieren. Das heißt, du hast gar keine Reparkosten mehr. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Diese beiden Runen würde ich auf jeden Fall machen. Wenn man dann noch einen Platz frei hat, dann vielleicht noch die Rückkehr, dass man sich von überall nach Sacramentus, nach Sacrament Post porten kann. Aber das ist halt eben nur ein bisschen, nicht unbedingt notwendig. So, lass uns mal die Heiltränke nehmen, die XP-Tränke nehmen. Plimp. Das sind dann 200 Erfahrung nochmal, die wir jetzt. Da leveln wir direkt, sehr schön. Und kriegen gleich nochmal ein paar von denen. Skillpunkten. Zack. Mehr Ausrüstungslast. Und wir sind jetzt auf schnell. Sehr gut. Also jetzt weiche ich noch schneller aus und alles ist schick. Das war jetzt das eine Haus, was ich gesehen habe. Und ich hatte das letzte Haus ja nochmal gesucht gehabt. Das findet. Ich laufe auch schneller, ne? Stimmt. Ich laufe jetzt auch schneller. Der Sprint ist auch schneller. Also, um an das letzte Haus zu kommen, musst du ins Armenviertel, da wo die Wasserräder sind. Und dann ist da ein kleiner Trick. Hallo, kannst du mal... Wer bist denn du? Die Halla. Okay, sehr philosophisch die Gute. So, hier zu den Wasserrädern und dann hier die Leiter hoch. Das hatte ich übersehen. Und da kannst du hier für 14 Münzen das Nest kaufen. Das ist das vierte Haus, was du kaufen kannst. Also einmal den Knoten, den ich unten habe, das Nest hier, dann einmal das Gehöft oben direkt in diesem großen Kreis und beim Galgen dann das Herrenhaus für 30 Silber. Okay, dann gab es noch was ich gerne zeigen wollen täte, was ich jetzt beim Farmen rausgefunden habe. Ich weiß nicht, ob euch noch an die Folge erinnert, wo ich ein bisschen draußen unterwegs war und da habe ich diese eine komische Tür gesehen. Das war so an der Brücke selber und dann war da unten so ein kleiner Durchgang, das leuchtete so komisch. Und da wollte ich mal gucken, da habe ich ja gerätselt gemacht und getan, wie man da runterkommt und habe es jetzt rausgefunden, wie man an diese Stelle kommt. Lass uns kurz mal zurücklaufen. Ein bisschen Kraut mitnehmen hier, zack. Sollte noch dringend bei meinem Farmcharakter vermutlich dann die Ausrüstungslast noch weiter erhöhen, dass ich da noch ein bisschen mehr farmen kann. Und ich glaube, ich sollte auch aufhören, mit dem Charakter jetzt hier Sachen aufzuheben. Dass wir ja da ein bisschen Progress machen können. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Da war jetzt hier diese komische Brücke. Ja? Und da unten, da sieht man das so ein bisschen, da ist diese Tür. Und da habe ich mich ja gefragt, hinter meiner Kamera jetzt gerade, da habe ich mich gefragt, wie kommt man denn da hin? Der Trick ist richtig krass. Das ist ein richtig krasser Trick. Wenn man auf eine untere Ebene möchte, nimmt man einfach die Leiter, die da ist. So einfach kann es gehen. Bin ich in Jonas Höhle. Another traveler blind to the bounty under their feet. I am Marcos. Hallo Marcos. Of alchemy, purveyor of potions. If you're looking for some swill that'll turn your eyes yellow and your piss red, might I recommend a tavern? Then again,
You carry the markings of the serum. Okay. Now to prove yourself a genuine article and earn the right to taste my elixirs. Sicher? In this cave, there is a rare and potent flower. Iona's bloom. Find the bloom, and if you are serum, then I can make you the horse promise that you'll see God. Der bietet mir Drogen an. Wenn ich ihm eine besondere Blume bringe. Okay. Aua. Entschuldigung. Okay. Hier drüben geht es dann wieder runter. Vermutlich müssen wir die Leiter später runtertreten. Die Höhle ist ziemlich verfallen, offensichtlich. Darüber vermutlich nicht, oder? Natürlich nicht. Ja, das war jetzt irgendwie nicht unerwartet. Ups. Bin ich wieder hier? Ach, kacke, ich hätte mich vorhin auf den Weg nehmen sollen. Na gut, warte mal. Lass mich kurz noch mit dem Flüstern dort reden. Wie gesagt, ich werde jetzt die ganzen Sachen, werde ich vermutlich, also alles bis auf Kisten, werde ich vermutlich liegen lassen jetzt einfach. Und dann einfach offscreen mit meinem anderen Charakter dann in der Gegend rumlaufen und die Sachen sammeln. Da habe ich dann, glaube ich, mehr davon. Und ihr seht dann auch ein bisschen mehr von dem Spiel, anstatt mich nur rumlaufen zu sehen und Sachen aufzuheben. Das heißt, ich kann viel mehr sterben für euch. Yay! Alle so, So, dann los. Einmal gespeichert und jetzt kommen wir wieder zurück. Falsch, da war's. Ja, lass. Wir wollen hier weiter. Wir haben zu tun. Wir müssen in Ionas Höhle irgendeine Blume finden, dass wir Drogen kriegen können und Gott sehen können. Okay. Also darüber hüpfen geht nicht. Wir müssen also hier sachte runter. Okay. Ui. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Aua. Danke. Krasser Scheiß. Ich habe in diesem... Oh, wow, das ist ein... Okay, das sehe ich jetzt gerade erst. Ich habe in den Helm einen Quarz eingebaut und der beinhaltet Fokusregeneration. Das heißt, man sieht es auch, glaube ich, ganz oben, mein Fokus regeneriert sich jetzt langsam auch außerhalb des Kampfes. Oh, boy. Das ist natürlich nochmal richtig heftig. Okay. Darüber vermutlich nicht, oder? Nee, okay. Lass es mal bitte, danke. Das ist natürlich richtig geil, ne? Wie komme ich da jetzt hoch? Gar nicht, oder? Nee. Alles ein bisschen komisch hier gerade. Oh, ich muss mich erstmal um den Bombenwerfer kümmern. Bevor ich irgendwas anderes machen kann, denn der nervt am meisten. Okay. Oh. Okay. Und heilen. Das heißt, auch die Reparatur ist damit deutlich einfacher. Diese Reparaturspell, die kriege ich dann auch deutlich einfacher hin. Wow. Danke. So. Das, auch als Bogenschütze ist es, glaube ich, richtig gut dann mit der Fokusregeneration, denn das ist so das Hauptproblem als Bogenschütze, dass du halt eben ständig Probleme hast, genug Fokus aufzubauen.
Aber jetzt mit der passiven Fokusregeneration durch den Quarz? Oh Mann. Und wenn es dir nachher noch ein besser gibt, dann wird es ja nochmal richtig gut, ne? Was haben wir hier? Da geht's hoch. Hier drinnen in der Höhle gehe ich jetzt trotzdem nochmal mit Ernten hier. Einfach weil ich ja beim Farmen vermutlich nicht so durchgehe die ganze Zeit. Das nehmen wir nochmal mit hier. So, da geht's hoch. Was haben wir da Feines? Wow. Okay. Hey, lass das mal. Lass das mal. Oh, shit. Okay, den habe ich gerade unterschätzt, den Kollegen. Das machen wir gleich nochmal. Danke. Wir können dann später noch unsere Ausrüstung weiter aufwerten. Mit den Kupferbarren zum Beispiel. Habe ich es auch noch nicht gemacht. Okay, da kann man runterhüpfen, ohne zu sterben. Da ist noch ein bisschen Kupfererz. Sekunde. Ich sollte dringend mal die Eisenpicke holen wahrscheinlich. Eisenpicke kaufen. Vom Schmied. Dann geht es mit dem Erzsammeln noch ein bisschen einfacher. Hier unten noch was irgendwo? Oder haben wir jetzt alles schon geplündert? Da war ich schon. Ja, hier war das. Okay. Dann lass hoch und einmal mit dem Kollegen oben uns anlegen. Die beide wieder oben, oder? Aua. Aua, shit. Und tschüss, danke. So, eine Gefangenen-Schandgeige. Das ist auch ein ganz komischer Helm, ne? Sowas als Helm zu verwenden, ist irgendwie komisch. Gesundheit erhöht, Kältewischend erhöht. Gibt mir weniger Rüstung. Aber als andere ist, glaube ich, gar nicht so ungeil. Kann ich jetzt noch nicht anlegen, weil ich dann die Fokusregeneration verliere, aber das wäre vielleicht dann danach immer sinnvoll. Hi. Heilen, dankeschön. Und dann macht sogar auch diese pulsierende Dings wieder Sinn, ne? Die pulsierende Gesundheit. Die ist dann auch wieder gut, weil jetzt kann ich ja die auch verwenden. Denn jetzt habe ich ja immer das Dings dafür über. Ich kann somit jetzt meine Ausdauer von 71 auf 90 erhöhen, permanent. Ohne dass ich mir vorher Gedanken machen muss bezüglich meiner. Komm ich da so rüber? Rüber ja, aber nicht runter, oder? Ne, komm ich da hoch. Okay. Da ist ein Flüsterpunkt. Oh, okay. Das heißt, da ist vermutlich ein Boss gleich. Okay. Aua! Okay, komme ich jetzt da irgendwie rüber noch auf den Kollegen? Vermutlich nicht, oder? Nee. Ich könnte vielleicht da die Klippe runter. Warte mal, geht das? Okay, ja, das geht. Okay. Gut. Habe ich jetzt nicht erwartet, aber danke. Und wie komme ich jetzt zurück?
Das Zurückkommen ist vielleicht ein Problem, oder? Ne, warte mal, hier jetzt irgendwie. Nee. Okay. Ja, okay. Da war dann Ende. Aber gut, wir haben zumindest die Kiste geholt. Auch wenn ich gerade nicht genau weiß, ob das für ihn so eine gute Idee war. Egal. Ach, wir haben den Flüsterpunkt nicht geholt, ne? Ich depp. Ah, shit. Okay, na gut. Dann nochmal. So. Dann da wieder rum, da runter, hops, hops, da hoch, da lang, die Leiter hoch und dann, nee, und jetzt? Hä? Achso, hier runter, ja? Moment. Und jetzt hier rüber. Und hoch. Okay. Habe ich wieder genug für? Nee, habe ich noch nicht. Das ist erst bei zwei Balken, habe ich genug. Wow. Danke. Und dann einmal Heilung. Und einmal extra Buff. Danke. Nothing flame wanting. Danke. Dann mal das Flüstern aktivieren. Danke. Und jetzt können wir auch gleichzeitig einmal die Reparatur aktivieren. Und jetzt sind alle meine Gegenstände wieder auf 100 von 100 Haltbarkeit. Oder Max halt, ne? So, da ist das Blümsche. Und ich vermute mal, die Blume selber ist lebendig. Wird gleich. Ja, ich höre so knurren. Also, wenn eine Blume knurrt, ist es meistens kein gutes Zeichen. Okay. Okay, mein extra Lebensbuff ist ausgelaufen, glücklicherweise. Wir berühren mal Ionas Blüte. Und wir kriegen den fiesen Drogentrip. Okay. Okay. What now? What in the world? Okay. Ah, jetzt habe ich auch eine Ahnung, wie man da hinten an die Truhe rangekommen wäre, ne? Jetzt ergibt das wieder ein bisschen mehr Sinn. Es ist kein sichtbarer Buff, der irgendwie anhält. Das heißt, hier ist definitiv noch was anderes am Spiel. Okay, ich komme aber nicht weiter. Nee, ich komme nicht weiter runter, okay. Okay.
Okay. What the fuck? What in the... What? Und du bist? Okay, er ist tot. Wer genau war das gerade und was macht er da? Erstmal buffen. Ich vergessen, dass ich ja noch die Attacke habe. Die geht ja auch noch, ne? Komm, heil mal kurz. Und buff mal nach. So. Okay. Das war's aber hier an der Stelle jetzt, oder? Ja. Jetzt? Okay, what? Okay, ich muss jetzt nochmal die Blume anfassen, wie es aussieht. Wir sind wieder im Drogenparadies. Hier war diese extra Kiste. Hier ist eine Fackel. Hier wäre jetzt dieser komische... lange Gang. Da liegen noch Bruchstücke irgendwie unten, wie es aussieht. So. Ist alles schick, da können wir rüber. So, und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt hier nur längs? Nee. Okay. Gibt es aber auch keinen anderen Weg, außer da hoch. So, runter geht auch nicht. Das heißt, wo längst muss ich... Wo muss... Ah, lass mich raten. Ja, hier oben geht's weiter. Okay. Jetzt mal runter buffen. Wow. Nicht so nett. Okay. Und sonst so? Okay. Okay, blocken ist da ganz schön schwierig bei dem Kollegen. Oh. Okay. Okay, das ist aber ein fieser Weg bis da oben hoch. Wirklich? Ich muss den ganzen Weg... Okay, das ist jetzt aber echt doof. Dann den ganzen Weg, den wieder hochlatschen muss dann.
Das wäre halt schon geil, wenn es ein bisschen besser wäre an der Stelle. Weil diese dicken Horstklopper sind schon ein bisschen doof, ne? Oder man hüpft direkt komplett runter, alles klar. Cool. Dann auf ein neues. So, und jetzt auch hier runter war das. Und dann hier längs, genau. Da hoch. Darüber. Dann kommt jetzt die Klippe hier, genau, zack. Dann jetzt der Weg hier, rüber an die Pflanze, da hoch. Dann darüber. Jetzt kommt dieser komische Weg, wo die jetzt auch auf mich schießen werden gleich. Okay, da ist jetzt er wieder. Okay. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Oh fuck. Nein! Oh, da hat mir das Feuer direkt in die Ohren. Oh, du von. Oh Gott. Okay. Dieser Kampf ist nicht ganz ohne. Oh Mann. Was halt am meisten daran hält, ist eben, dass der Gegner jetzt da oben, dass der Weg bis da oben hoch so weit ist. Vielleicht soll ich dann aber erstmal den Weg weitergehen und dann ist vielleicht die Leiter dann da, ich weiß es nicht. Und gütiger. Das war ja gerade richtig schlecht. Oh, die Bogenblume wieder. Und weiter geht's. Starlings, 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 da hoch, da runter, Starlings, wieder am Safe Point vorbei. Dann war das hier runter. Und Starlings, genau. Würdest du schon gern sehen, was der da an Loot hat, aber das ist mir jetzt gerade zu doof, jedes Mal da hochzulaufen, nur für das bisschen Loot da. Dann gehe ich lieber
etwas ruhiger vor und oder sicherer vor und ignoriere den da oben einfach. Das ist, glaube ich, besser für alle. Weil auch so, wie der da platziert ist, ist er vermutlich wirklich zum Ignorieren da. Und jetzt Gas geben. Ups. Jawohl. Das ist normales Eisenerz. Kupfererz, oder? Bin mir gerade unsicher. Könnte auch Eisen sein, solange wir es... Nee, okay, das ist Eisenerz. Okay. Dann buffen wir uns mal kurz. Aber... Es führt kein Weg an dem Kollegen vorbei, tatsächlich. Ich muss da echt durch. Hier geht's aber weiter. Oh, leck mich doch am Arsch. Dein Ernst. Auf ein neues. Passen wir der Iona wieder an die Blüte. Laufen den ganzen Weg nochmal. Fallen wieder dreimal runter. Sterben dabei 10-mal. Und weg. Und dann wieder rum. Hoch. Da die Klippe. Darüber. Der lange Pfad. Da wieder hoch. Okay. Noch ein bisschen was brauchen wir gerade. What now? Schießt da von unten schon was auf mich? Okay. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade hergekommen sind, aber okay. So, buffen geht noch nicht. Okay. Noch. Kleines bisschen noch. Komm. Komm. Danke. So, und jetzt einfach da vorbei. Lassen wir den da mal in Ruhe. Ah ja, darüber. Okay, entweder Erze irgendwas. Oh. Granit, Eisenerz und Rubin. What? Okay. Was war das jetzt? Okay. Okay, wir können die Blume nicht sammeln, weil wir... Wir sind doch nicht... Och, Alter. Wir sind doch nicht die Einzigen, die der Markus hier lang geschickt hat, wie es aussieht. Da sind so einige gestorben. Oh. Das ist Eisenerz in dem Fall, okay. Sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Ich würde wirklich gerne da oben noch die Kiste holen, aber... Das ist es mir echt nicht wert, der Blödsinn. Ich hole es vielleicht mal offscreen und sage ich dann, was drin war. Aber ich vermute auch nicht, dass da irgendwie... Oh, warte mal. Oh boy. Hey,
I'm recording right now. That's some chocolate marshmallows. In a bit, yes. I'm recording right now. They're awesome. Yes, I'm recording right now. Hi. Okay, wir sind wieder unten, glaube ich, jetzt in der Höhle. Ein Schild, okay. Und das. Okay. Nein! Clever. Gut, okay, aber bringt ja eh nichts, weil sie ihn. That is surprising. 10,000 apologies. But I had to know if you were a true Seren. Bin ja nur dreimal gestorben oder viermal gestorben in der Ecke. Shows Seren that which is otherwise left unspoken. And poisons anyone else who touches it. Cool, danke. Perhaps you are worthy. Here, a token for your efforts. And for your most amusing foolishness. Fick dich. Fick you dich. Say you came by way of sacrament. I hate the city. That stench, that scurry. Ja, deine Höhle ist viel gemütlicher als Sacrament, definitiv. Maybe there are more people there deserving of my gifts. Oh, der Händler kommt jetzt in das Sacrament. Yes, a decision. I shall enter its walls and offer my services. Once I catch this damn beetle. Okay, das ist gut. Okay, wir haben zumindest den Händler freigeschaltet hier und sind denn jetzt bereit, den Händler zu machen. Reparatur einmal, dann einmal, nee, das war's, der Buff. Gut, hier geht's dann hier weiter. Also, das soll es dann für die Folge jetzt gewesen sein. Ich versuche nochmal, vielleicht nochmal doch mal da ranzukommen an die Kiste da oben, wo das geht. Wir sind auf jeden Fall nächste Folge wieder ins Sakrament. Dann schauen wir uns mal, was das oben mit dem Steinmetz auf sich hat, bevor es dann mit der Hauptstory weitergeht. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne mit subscriben oder links und rechts dort wies liegen, da gibt es mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.